Moin auch, ich habe mir auf Amazon Prime Bully Parade den Film für euch reingezogen. Ob ich den jetzt gut fand oder nicht, das erfahrt ihr jetzt. Der Film läuft zunächst nur auf Amazon Prime, da er auch von Amazon Prime mitfinanziert wurde. Auf Blu-ray oder DVD erscheint er erst am 24. Mai. Einige Jahre sind vergangen, nachdem das Komikertrio rund um Michael Bulli-Herbig, Rick Cavanian und Christian Tramitz zusammen im Kino zu sehen waren. Die bekanntesten Filme sind wahrscheinlich Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise Periode 1. Und nun versuchen sie mit Bully Parade, der Film, ein kleines nostalgisches Comeback zu starten. Und ich muss sagen, bedingt ist das auch gelungen. Der Film hat wirklich versprüht viel Nostalgie. Es macht Spaß, die drei wieder gemeinsam in Aktion zu sehen. Was mir ein bisschen sauer aufgestoßen hat, jetzt, nachdem ich den Film das erste Mal betrachtet habe, dass man, nachdem man den Anfang gesehen hat, also ich persönlich habe erwartet, der Film kommt zum Schluss wieder irgendwie zusammen und es ist ein gewissermaßen ein Erzählstrang, also irgendwo, dass die ganzen Episoden, die man hier sieht mit den verschiedenen Charakteren, irgendwo am Ende zusammengeführt sind und man ein entsprechendes Endergebnis des Films bekommt. Das ist hier nicht der Fall. Also es ist wirklich so, als würde man jetzt beispielsweise die Bully-Parade in Kinoversion als Film erleben. Man sollte also nicht so an den Film herangehen, dass man glaubt, so von wegen, der Film erzählt durchgängig eine Story, wo zum Schluss alles zusammengeführt wird. Erwartet wirklich die Bully-Parade in filmischer Qualität und ihr werdet nicht enttäuscht werden. Es sind wirklich verschiedene Abschnitte, die verschiedenen Charaktere sind da, wie zum Beispiel, es gibt eine Story rund um Sissi und den wilden Kaiser. Es gibt eine Story rund um die Traumschiff Surprise Crew, die dort aber noch nicht im Traumschiff Surprise ist. Das ist gewissermaßen die Vorgeschichte dazu und man erfährt, warum die Crew der Surprise rund um Captain Kirk, Spooky und Schrotti, warum die so oder beziehungsweise wie sie ihre Wandlung von hetero auf homosexuell durchgemacht haben, schon sehr witzig gemacht, finde ich. Generell muss ich sagen, der Witz in diesem Film funktioniert nicht jedes Mal. Aber dennoch habe ich also ein paar Momente gehabt, wo ich wirklich gut lachen musste, aber sonst war hauptsächlich ein paar gute Schmunzler dabei. Viel wurde auch wiederum übernommen aus der ursprünglichen Bully-Parade selbst, was ja nichts Schlechtes sein muss, aber jedoch einige Gags waren einfach nur neu aufpoliert und aber das waren so diese Schmunzler, von denen ich gerade geredet habe. Ja, was ich positiv noch an dem Film fand, waren diese ganzen Cameos, so Elias Mbarek war dabei, Peter Maffay und so, wirklich gut reingesetzt, die Cameos waren wirklich spitzenmäßig, auch Til Schweiger oder Skye Dumont war wieder mit dabei, die gehören ja schon zum alten Eisen, was die Bully-Filme betrifft und ja, machen alle einen soliden bis guten Job. Generell muss ich sagen, der Film ja, hat schon irgendwie seine Daseinsberechtigung, jedoch das heutige Publikum dürfte er nicht so flashen wie andere Komödien heutzutage. Letztendlich ist es wie so ein kleines Familientreffen, man schwimmt so auf so einer kleinen Nostalgiewelle irgendwie mit. Was mich so ein bisschen genervt hat an diesem Film ist, dass jetzt zum Beispiel, ursprünglich war es in der Bully-Parade auch so, dass hier Winnetou und Old Shatterhand halt vorgekommen sind. Ich meine, um die beiden gibt es auch eine Story. Und dass man hier nicht Abahachi und Ranger quasi aus Schuh des Manitou, also von den Charakternamen her, genutzt hat, finde ich ein bisschen schade. Genauso wie der Anfang, der ist so ein bisschen so Back to the Future-mäßig, da wird die Vergangenheit geändert, es kommt nicht zum Fall der Berliner Mauer, die Grenzen werden nicht geöffnet und gerade da habe ich gedacht, jetzt kommt der Aufhänger, der so den roten Faden im ganzen Film hier irgendwo, der sich irgendwie durchzieht, wo die Abenteuer der anderen Charaktere, so Sissi und Winnetou und die Traumschiff Surprise Crew, dass das irgendwie zum Ende wieder zusammengeführt wird, aber wie gesagt, das passiert nicht. Es ist wirklich ein Best-of-Bully-Parade in Kinofassung. Und damit komme ich auch schon zum Fazit. Bully Parade, der Film, bekommt von mir dank guter Cameos und Nostalgiebonus, weil es einfach Spaß macht, die Truppe wieder in Aktion zu sehen nach all den Jahren noch einmal, bekommt er von mir gut gemeinte 6,5 von 10 Punkten. Ist zwar jetzt nicht das super herausragendste Ergebnis, dennoch kann es aber auch sein, dass der Film nach zweiter, dritter Sichtung nochmal besser wird. Damals bei Traumschiff Surprise Periode 1 war ich bei der Erstsichtung auch nicht so begeistert.
Und je öfter ich diesen Film gesehen habe, desto besser fand ich ihn eigentlich. Vielleicht stellt sich dieser Effekt hier auch ein. Sollte sich an dem Ergebnis was ändern, könnt ihr es wahrscheinlich dann mal irgendwie auf Instagram oder auf meiner Facebook-Seite sehen. Ja, das war's auch schon für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und sage bye bye.